Sicherheit des Unternehmens. Immer voll im Fokus aufs Wesentliche, Kali. Ich setze mich hin wie am Topf bei der Übung. Aha. Das ist aber nicht die beste Übung für die Schulter. Hm? Naja, schauen wir mal, ob es überhaupt geht. Wieder eine. Servus, liebe Herren. Nach unserer leider mehrtägigen Schwächeperiode, das heißt, wir waren beide ein bisschen angeschlagen, versuchen wir heute ein leichtes Aufbautraining für den Oberkörper zu machen. Man macht schon wieder 1000 Wiederholungen. Jetzt hast du es voll leicht. Ich habe gesagt, leicht. Leichtes Aufwärmtraining. Ja, ein bisschen bin ich schon warm, ein bisschen aber nur. Also mich. Nächste. Wenn wir schön warm sind, werden wir den sofort für den Trizeps machen. Das geht mir schon wieder früh rein. Super, Migi. Das ist schon schwer gewesen eigentlich. Geh ja. Willst du aufschwärmen? Ja. Schöne Frequenz, Kali. Das ist erst der Anfang, gell? Da wirst du noch wundern, was auf dich zukommt. Du spürst schon. Ja. Pausenzeiten sind wurscht beim Kali. So. Wenn Kali mal Wochen nicht trainieren ist, dann sieht man nicht mehr im Denktop. Jetzt mal hin mit dem Lodeln, echt. Was? Was ist? Ich setze mich hin wie am Topf bei der Übung. Aha. Super. Da habe ich mehr Spatzen in die Haxen beim Gegenstimmen, nicht? Jetzt sind wir noch lat rudern.
im engen Griff. So klar. Stunden hat die dumpfe Schnur verdaut. Ja, das ist gut, das druckt ein bisschen, gell? Ich glaube, das ist deine Lieblingsübung, die haben wir so oft schon gefilmt. Ach so? Ja. Nicht unbedingt, weil das hat mir in der Schulter ordentlich weh. Aber die beste, einer der besten Brustübungen. Und man darf nicht irgendwas hinten lassen, weil sonst hat man da schon ein Defizit. Coaching machen während des Satzpausen, das ist ganz klasse. Das ist aber nicht die beste Übung für die Schulter, hä? Ja, schauen wir mal, ob es überhaupt geht. Wurscht, der Kalle kennt ja nichts, nur durchbeißen. Nein, das geht schon. Jetzt schon noch eines. Noch eine. Jawohl. Wieder eine. Das ist ganz schlecht. Ja, das ist aber was anderes, aber eine andere Mitte. Soundeffekt hat sich angefangen. Ach, das ist halt das Gute an den alten Maschinen. Die Biene ist auch am Start. Das erste Mal Training 2018 nach der großen Seuche. Alles überstanden, nur härter waren dadurch. Klassische Trizepsübung. Ja, Trizeps strecken einräumig. Ist der Trizeps rau? Ich spüre ja noch immer ein bisschen bei meiner Entzündung. Schau, wie sie stark ist. Heute noch hier der schweren Grippe. Und schon wieder. Das Eisen ist ja wie ein Magnet, das ist richtig anziehend. Kann nicht sein ohne Training, siehst du? Brav. Das ist aber richtig oldschool. Ein ganz normales Leitungswasser, steirische Urquellen, keine BCAAs, keine EAAs. Und jetzt kommt die Michis Lieblingsübung, die Klimmzüge. Aber weißt du, Klimmzüge ist die Basisübung für den Rücken. Machst du Klimmzüge? Nein, brav. Ja, der Herr Alter. Oh ja, das wird.
Super. Jetzt schon, komm, ich geh. Es muss brennen! Es brennt schon. Brennt schon. Gut. Aber es sind noch keine Flammen. Okay, super. Schulter machen wir aus, Kalle? Ja, du. Kurz an der Zeit eben. Ja, super. Probieren wir mit den 25er heute. Ja, genau. Das ist schon sauschlag. Ui, da fast ein bisschen schwitzen an. So, das erste Training hätten wir beendet. Es war natürlich nur zum Kosten, zum Schnuppern. Weil nach unserer schweren Krankheit oder zumindest unserer Verkühlung ist es nicht gut, gleich mit schweren Gewichten zu trainieren. Das heißt, wir wollen uns schön langsam wieder nach vorne tasten. Übrigens muss ich sagen, Bauchtraining kann ich mir da sparen, weil dass das viele Husten und so weiter, habe ich Bauchspatzen, wie wenn ich ein schweres Bauchtraining gemacht hätte. Sagst du da noch was, Michi? Ja, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben und wir sehen uns bald.